Ja, liebe Wummus-Freunde, hier sind wir wieder und jetzt in Corona-Zeiten kann man ja selber nicht sehr viel machen und deswegen habe ich nochmal wieder in meinem Archiv gewühlt und Aufnahmen aus einem Urlaub, den wir vor ein paar Jahren in Kroatien gemacht haben, rausgesucht und wir sind während dieses Urlaubs auch mal auf die Insel Hvar gefahren. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Und zwar sind wir von Split losgefahren mit unserem Wohnmobil, dann ein Stückchen die Autobahn. Man sieht das hier so ein bisschen auf der Karte. Und dann unten am südlichen Ende der Insel von dem Küstenort, der dem südlichsten Zipfel der Insel gegenüber liegt, sind wir dann rübergefahren nach Hvar. So, wir sind da ganz früher schon mal gewesen. Man sieht ja mal ein paar Bilder. 1981, als das Ganze noch Jugoslawien hieß. Und wir haben da mal ein paar Wochen in einem gemieteten Häuschen gewohnt oder in einer Etage eines gemieteten Häuschens. So sah das hier damals aus. Und dann kann man vielleicht mal vergleichen, so wie das jetzt heute ist. Also heute ist das ja der Ort der Reichen und Schönen. Die Luxusjachten liegen im Hafen. Die Hotels sind ziemlich teuer, aber wir sind dann mit dem Wohnmobil hingefahren und mit dem Wohnmobil war das dann kein großes Problem und das war dann auch nicht so sehr teuer. In der Nähe der Stadt Hvar gibt es auch einen Campingplatz, der war allerdings jetzt im Herbst, wo wir da waren, schon geschlossen und wir haben uns einfach auf einen Parkplatz in der Nähe der Stadt gestellt. Da konnte man dann auch übernachten. Und die Koordinaten dieses Parkplatzes, die gebe ich euch dann unten im erklärenden Text dann nochmal an. Ja, wie gesagt, fährt man dann von Venedig oder so ähnlich rüber mit der Fähre an die Südspitze der Insel Hvar und die Überfahrt dort nicht sehr lange und vielleicht eine halbe Stunde oder so, denke ich. Und von da aus kann man dann mit seinem Wohnmobil über die Straße, die von der Südspitze der Insel bis nach Hvar führt, fahren. Die Inselstraße, also die Straße da auf der Insel, ist klein, aber ich denke, mit dem Wohnmobil schafft man es, da zu fahren und ist dann nach einigen Stunden dann im Norden der Insel angekommen. Also man kann da nicht sehr schnell fahren. Und unterwegs kann man auch mal hier und da ein Päuschen machen und das haben wir dann auch zwischendurch mal getan. Ja, ungefähr auf der Hälfte der Strecke machen wir eine kleine Pause hier in Gedin und essen da zu Mittag und von da aus sind wir dann direkt weitergefahren bis nach Hvar. Ja, die Insel Hvar, die gehört zu den schönsten Inseln der Welt. Auf jeden Fall meinen das einige und wird in einem Abzug genannt mit den Bahamas oder Hawaii oder den Malediven. Auf der Insel, da leben circa 13.000 Einwohner und die leben vom Weinbau und Fischfang und natürlich vom Tourismus. Das ist klar. Und der Tourismus, der spielt vor allem im Westen der Insel ab, also da, wo auch die Hauptstadt ist, also da in Hvar, wo wir ja auch hingefahren sind. Auf der Insel gibt es im Durchschnitt 2726 Sonnenstunden. Das sind die meisten Sonnenstunden für eine Insel in ganz Europa. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Wassertemperaturen aus, die zwischen Juni und Oktober, da liegen die Wassertemperaturen bei angenehmen 20 Grad. Und ja, auch selbst im Herbst, jetzt im Oktober, wo wir dann da waren, war das Wasser auch noch schön warm. Und es ist ideal also für Leute, die segeln wollen, für Windsurfer und für jede Art von Wassersport.
Ja, wir sind dann natürlich ein bisschen über die Insel gelaufen, mal von einem Ortsende zum anderen Ortsende und sind auch dann mal dahin gelaufen, wo wir 1981 das Häuschen gemietet haben. Wir hatten etwas Schwierigkeiten, das Haus wiederzufinden, aber ich glaube, wir haben es wiedergefunden. Es ist mittlerweile etwas erweitert gewesen, aber ich denke, wir haben es wiederentdeckt. Nach so vielen Jahren ist es dann doch in den Erinnerungen nicht mehr so ganz präsent. Ja, und hier steht meine Frau auf der Strandpromenade, wo sie also 1981 auch schon als junges Mädchen hergelaufen ist. Und abends sind wir dann nett essen gegangen im Ort und haben in Erinnerung geschwelgt. Es war wirklich sehr nett da. Und unser Wohnmobil stand direkt neben der Kirche, also in der Nähe der Kirche, auf einem Parkplatz. Und da konnte man dann auch gut schlafen. In der Nacht hat es dann tierisch gewittert. Ich kann mich noch erinnern, ich lag im Alkoven, es hat runtergeprasselt, wie verrückt. Aber am nächsten Morgen war das Wetter dann schon wieder gut. Ja, am nächsten Tag sind wir dann rübergefahren nach Starigrad und haben unser Wohnmobil auf die Fähre gebracht und sind dann zurück ans Festland gefahren, und zwar nach Split, und sind dann noch ein paar Tage auf dem Festland geblieben, bevor wir dann leider relativ schnell dann schon wieder nach Hause mussten, weil die Herbstferien waren dann schon wieder vorbei. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und hinterlasst auch ein Häkchen bei dem Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Erinnerung, wenn wir ein neues Video hochladen, und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal hier begrüßen zu können auf unserem Kanal, und ich würde sagen, dann macht es mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.